Hallo und herzlich willkommen zu unserem Niederbayern TV-Journal aus Landshut heute am Dienstag, den 6. Juni. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. In der heutigen Ausgabe haben wir folgende Themen für Sie. Am vergangenen Wochenende wurde es laut in Neufahrn in Niederbayern, denn anlässlich der 900-Jahr-Feier fand beim Schlosshotel die wohl spektakulärste Veranstaltung statt. Das Kettensägenschnitzen. Zwei Schnitzer aus Bayern ließen die Späne fliegen. Was dabei rauskam, sehen Sie jetzt. Am Montagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz auf der Bundesstraße B16 im Bereich Bad Abbach. Ein Pkw-Fahrer meldete sowohl auf der Bundesstraße als auch im Bereich der Ausfahrt Bad Abbach Nord bis hin zur Ortsmitte eine Art weiß schäumendes und knisterndes Pulvergemisch auf der Fahrbahn. Der Fahrer konnte der Substanz nicht ausweichen und fuhr darüber. Als er unmittelbar danach anhielt und aus dem Fahrzeug stieg, verspürte er sofort Unwohlsein und eine Atemwegsreizung. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Etliche Einsatzkräfte sowie Spezialisten waren vor Ort, um umfangreiche Messungen und Abstriche vorzunehmen. Die weiße Substanz stellte sich letztlich als harmloser Kalk heraus. Der Pkw-Fahrer wurde zwischenzeitlich in einem Krankenhaus behandelt. Er konnte das Krankenhaus aber schnell wieder verlassen. Der Luftsportverein Dingolfing organisiert jährlich ein Flugplatzfest. Hier können die Besucherinnen und Besucher den Verein kennenlernen, bei Speis und Trank gemütliche Stunden verbringen oder auch selbst in den Flieger steigen. Wie heißt es doch so schön in einem bekannten Lied? Nach einer kurzen Pause geht's unter anderem um den Alleskönner Essig und wie Sie ihn ganz einfach selbst zu Hause herstellen können. Dranbleiben lohnt sich also. Käse, Fisch oder doch lieber ein Steak? Beim Grillen hat jeder so seine eigenen Vorlieben. Deswegen waren wir in der Landshuter Innenstadt unterwegs. Wir wollten nämlich wissen, was gehört für Sie eigentlich bei einem perfekten Grillabend dazu? Ich will gar nicht viel verraten, aber eine Sache haben Sie alle gemeinsam. Essig ist ein wahrer Alleskönner. Er ist nicht nur fester Bestandteil vieler Salatdressings, er eignet sich auch, um hartnäckige Flecken zu beseitigen. In der Küche gibt es ihn in den verschiedensten Geschmacksrichtungen und aus unterschiedlichsten Zutaten. Kannten Sie zum Beispiel schon den Fichtenspitzenbalsam? Der Winkelhof in Wurmsham hat uns gezeigt, wie man diesen sogar ganz einfach selbst herstellen kann. Wie das Wetter wird, das verraten wir Ihnen in wenigen Minuten. Bis gleich. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Was an dieser Stelle noch fehlt, das sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Und so gern ich Ihnen jetzt auch sagen würde, dass der Regen abklingt und der Sommer im Anmarsch ist, ich kann es leider nicht. Alle Details hat nun meine Kollegin Sophia Minter parat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Servus und auf Wiedersehen.